Hello, Nojan 425. Okay, thank you. Thank you. How's it going, my man? Thank you for picking me up. At the front door. Here's perfect. All right, bro. You have a blessed day, man. Thank you. You too, bro. I'm gonna tip you with the app, but here's another $2 I have cash on me. Oh, so. All right. Appreciate you, man. Drive safe, bro. Alright, thanks, man. Es geht, Leute. Kann man mich überhaupt sehen? Ja, wir haben 4 Autos vor der Tür stehen, aber heute konnte ich keins davon fahren. Meine Frau ist mit dem kleinen Toyota mit den Kids zum Arzt gefahren und ja, der GL ist immer noch kaputt und die S-Klasse ist immer noch abgemeldet. Und der VW ist meiner Tochter, die muss nachher zur Arbeit, also musste ich heute mal Ubern. Jetzt hatten wir 2 Tage Pause, die Kids hatten am 1. November Geburtstag. Am 1. November haben wir nicht viel gemacht, da waren wir unter uns ein bisschen halt, sind später noch zu Chuck E. Cheese gefahren und so. Ich habe euch ein paar Szenen da gefilmt, aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hier noch mit reinpacken kann. Sodass das Ganze irgendwie Sinn macht. Aber ja, Freitag haben wir halt nicht viel gemacht, Samstag sind die ganzen Mexikaner zu uns gekommen. Ihre Brüder und Schwestern und so weiter. Alle Cousins und Cousinen von meinen Kleinen waren auch dabei und die haben halt gespielt, schöne Zeit gehabt. Da habe ich mir mal ein ganzes Wochenende freigenommen und komplett resettet und jetzt wieder frisch hier im Area, Leute. Das ist mal crushen. Hey. Check it out, thank you. Da ist noch einer vor mir auf der Liste, also müssen wir ein bisschen warten. Ich habe auch kurz überlegt, mal heute zum Win zu fahren. Aber da liefen erstmal nicht so viele Tische und keine Ahnung, es ist Winter. Ich habe hier ganz viele Comps, ich esse immer hier im Area. Und außerdem ist das Essen super gut hier im Area. Im Win kostet eine Pizza schon 25, 30 Dollar. Wenn du was Gesundes haben willst, dann müsstest du erstmal 2 Tage spielen, damit du da mit den Comps halt im Restaurant Essen bezahlen kannst. Also so viel Auswahl hat das Win nicht wie hier im Area und die Preise sind viel, viel höher als im Area. Von daher, und außerdem geben die weniger Comps, glaube ich, auch. Also die zahlen, glaube ich, nur 1,50 pro Stunde. Bin ich mir aber nicht 100% sicher. Die, die nicht wissen, was Comps sind, also wenn man sich an den Tisch setzt, da gibt man dem Dealer die Players Card, die man hat, mit der ich immer hier in den Parking reinkomme. Ich habe hier ab und zu mal gesehen, diese goldene Karte. Die Karte gibt ihr dem Dealer, zieht das dann durch so einen Automat direkt am Pokertisch und ab da wird dann gezählt, einfach pro Stunde bekommt man 2 Dollar gutgeschrieben hier im Area. Und das kann man dann hier in den Restaurants oder Giftshop oder wo auch immer ausgeben. Man könnte sich Area-Klamotten damit kaufen und. Ich wurde oft gefragt, wieso ich eigentlich nur im Area spiele und nicht ab und zu auch mal in anderen Casinos. Vor allem, weil andere Casinos wohl softer sind. Also es kann vielleicht sein, also Bellagio ist bestimmt softer als das Area. Nur kann man sich da leider nur mit 500 Dollar einkaufen. Aria sitzen sie alle mit 1500. Da ist also ganz viel Geld am Tisch immer. Und wenn man ein bisschen Run-Good hat, dann kann man auf jeden Fall 2 Car-Sessions auch mehrere Male hintereinander machen. Also gab es sogar mal letztes Jahr oder vor 2 Jahren in den Vlogs, wo ich 2-mal hintereinander 2 Car verdient habe und dann immer so 1200, 1000 und so weiter. Also man kann hier auf jeden Fall richtig groß schnappen. Man muss aber natürlich auch ein bisschen vernünftig laufen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich letzten Monat nicht genug Stunden gespielt habe. Also oft die Session zu früh beenden musste oder ja, wie gesagt, so 100 und noch was Stunden ist halt nicht viel. Damals, als ich diese 10k, 12k plus Monate hatte, da habe ich locker 200 Stunden gespielt. Und so will ich mich auch eigentlich gar nicht mehr kaputt machen. Also mir reichen eigentlich 1200, 1500 im Monat, wenn ich die da verdiene. Ich habe ja auch noch 2-3 kleine andere Einnahmequellen, so hier und da mal Design, Grafikdesign und so weiter, wenn mal was reinkommt.
Und ja, ich stress mich da nicht. Also ich will eigentlich mein Leben so gestalten, auch ohne S-Klasse und all so Dinge. Ich will keine großen Kosten mehr an der Backe haben, denn ich will einfach in den Limits aufsteigen können und mich aufs Pokern konzentrieren können. Und ja, das geht am einfachsten, wenn man nicht so viel Verantwortung hat einfach. Also mit 4 Autos und so weiter könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht einfach, wenn man dann 2-5 spielt und dann auch noch aufsteigen möchte. Aber zurück zur Frage, wieso ich nicht in anderen Casinos spiele. Also ihr habt es gerade gesehen im Wynn, wir haben jetzt Montag, da läuft gar nichts, da läuft gar kein 2-5. Venetian habe ich jetzt nicht geguckt. Da ist eventuell noch interessant, da müssen wir sowieso mal hin, weil die haben einen neuen Poker Room. Wollte ich euch mal gezeigt haben. Und ja, ansonsten ist eigentlich nur die beste Action hier im Area. Und wir sind hier super zentral. Wir haben hier ganz viel Laufkundschaft, da wir, wie gesagt, in der Mitte sind. Und ja, im Wynn habe ich das Gefühl, dass da eigentlich bessere Spieler unterwegs sind. Aber dann wiederum auch reichere Leute, also die haben da, die sind ein bisschen lockerer da. Skaten, Leute. Wir sind 1761 oder 62 Dollar plus. Ich muss nochmal doppelt checken, aber ich glaube 1762 Dollar plus. Starten den Monat richtig stark. Es war wieder fast in der einen Session. Ich habe mich hingesetzt und habe direkt die ersten 5 Hände hintereinander, alle hintereinander verloren. Ich habe dann nochmal 300 Dollar nachgeladen. Ich habe auch von Anfang an gute Karten gehabt. Also ich habe 2-mal Ass-Dame und 2-mal Ass-Bube bekommen und alle 4 Male verpasst. Musste dann immer wieder aufgeben und so weiter. Jetzt open rate ich zum 5. Mal hintereinander direkt. 8-9 Suite dieses Mal. Kriegt einen Caller vom Button, Flop kommt runter, 10-9-9. Also wir floppen Trips. Ich bet, der Typ raised auf 90. Ich call. War ziemlich klar, dass er da am Bluffen ist. Vielleicht straight draw, vielleicht this, vielleicht that. Vielleicht einfach nur eine 10. Also re-raisen hätte da jetzt keinen Sinn mehr gemacht. Von daher call ich die 90, turn geht check check und river kommt eine Dame und so wie ich die Dame sehe, denke ich mir schon scheiße, das ist nicht so eine gute Karte. Und ja, er bettet nochmal so 80 Dollar und ich calle und er hat Bube 8, hat die Straße gerivert. Also Flopper 10, 9, 9 und river ist die Dame. Also macht er die Straße und da war ich schon ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Weil direkt 5 Hände hintereinander, also keine einzige Hand irgendwie. Und dann mit Trips verlieren, das war ein bisschen bitter. Aber das hält nur für 30 Sekunden an. Direkt bis die nächste Hand zugeteilt wird, bin ich wieder fit eigentlich. Und ja, aber dann ab da habe ich nur noch gute Action bekommen. Also jedes Mal, wenn ich Open Race habe, gab es immer Caller. Und wenn ich vor Value gegangen bin, haben sie auch immer gecallt. Und ich habe 2-mal Könige gehabt, volle Ausbezahlung. Oh, einmal sogar voll doppelt ab. Ansonsten fällt mir nichts aus. Ich habe einmal ein Short Stack aufgedoppelt, 300 noch was Dollar. Haben wir beide ein Set gefloppt. Flop kommt runter, Dame 9, 8. Ich habe Pocket 8er, der hat Pocket 9er. Und die ersten 3 Stunden war mein Tisch mega gut, muss ich sagen. Und dann wurde das immer langsam schlechter. Sobald die 15 Leute reinkommen und die Fische keinen Bock mehr auf die guten Spieler haben und so weiter, dann ändert sich die ganze Dynamik am Tisch und ja, hat sich am Ende nicht mehr gelohnt, da zu sitzen. Ich hatte nur noch Regulars am Tisch und dachte mir mal, da wir jetzt heute nicht mit dem Auto hier sind und wir so richtig frei wie ein Vogel sind, können wir mal einfach mal hier am Strip ein bisschen spazieren gehen. Ich laufe jetzt rüber zum Horseshoe und von da aus rufe ich mir dann Uber Richtung nach Hause. Das habe ich früher immer so gemacht, 2016. Damit ich ein bisschen Kosten sparen kann, weil da ist direkt Freeway. Da bin ich immer früher, egal wo ich gespielt habe, bin ich dann erstmal zum Bally's, war das damals. Bin ich immer zum Bally's gelaufen. Leute, ich wollte eigentlich nur zum Horseshoe,
bis zum Horseshoe laufen, aber sind jetzt doch im Wind gelandet und ich glaube, ich spaziere einfach immer weiter bis zum Resorts World. Denn das macht gerade mega Bock. Ist schon Jahre her, dass ich einfach mal auf dem Strip hier alleine spaziere, irgendwie Wetter genieße und so weiter, mir ein paar Menschen anschaue. Und ja, macht auf jeden Fall gerade mega Bock. Und auf dem Weg zum Resorts World können wir ein bisschen quatschen. Also wer Bock hat, kann natürlich zuhören, wer nicht, der kann skippen. Aber ich dachte mir, wir quatschen mal ein bisschen über Confidence am Pokertisch, denn ich werde immer wieder gefragt, wie ich denn mit den Verlusten und so weiter klarkomme. Also, dass ich halt immer wieder so ruhig bleibe und so weiter. Und ich muss dazu sagen, ich war nicht immer so. Früher war das ziemlich einfach für mich. 2015, 16, 17 und so, wo ich die Vlogs halt gestartet habe, da war das ziemlich einfach, da hat mich überhaupt nichts gejuckt. Weil ich alleine war und keine Verantwortung hatte so wirklich. Aber dann, als meine Kinder geboren waren, habe ich ja dann erst wieder angefangen zu pokern. Also jetzt seit den letzten 4 Jahren oder so bin ich wieder an den Tischen. So die ersten 6 Monate oder Jahr sogar, würde ich sagen, habe ich meine Probleme gehabt. Es war total schwer für mich irgendwie confident am Tisch zu sitzen und Geld zu riskieren. Vor allem, weil ich wusste, weil das Geld halt, damit könnte ich halt Windeln kaufen oder, keine Ahnung, den Kids irgendeinen schönen Tag bieten. Also Sachen. Von daher war das Gambeln auf einmal mega schwer für mich. Ich musste von Grund auf wieder meine Confidence aufbauen. So wirklich kam die Confidence erst, nachdem ich genug Erfahrung wieder gesammelt hatte. Also ich war ja auch ein paar Jahre raus wieder aus dieser Pokerszene und habe halt nicht mehr so viel gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt. Also musste ich mich langsam wieder rantasten und so weiter. Und ich hatte da meine Schwierigkeiten. Hätte ich damals die Coachings mit Manik nicht gehabt und auch ein bisschen mit Daniel und so weiter, dann wäre es mir wahrscheinlich noch viel, viel schwerer gefallen. Aber je mehr ich gestudied habe und je mehr ich gespielt habe, desto besser wurde es einfach mit der Confidence auch. Vor allem habe ich den Ergebnissen nicht mehr nachgejagt. Also mir war dann irgendwann ziemlich scheißegal, ob ich jetzt heute einen Tausender gewinne oder einen Tausender verliere. Langfristig weiß ich, dass ich an den Tischen immer gewinnen werde. Und daher kommt auch, glaube ich, die Confidence. Also ich weiß halt einfach, wenn ich genug Stunden spiele, dass ich am Ende des Monats plus bin. Wenn auch mal irgendwie Break-Even-Monat oder Down-Monat dabei ist, das ist absolut normal, dann ist das auch okay. Dann hole ich doppelt so viel am nächsten Monat wieder rein. Also da kommt immer Geld rein. Solange Geld reinkommt und man langfristig nicht verliert, ist ja alles in Ordnung. Also da kam bei mir irgendwann mal die Confidence raus. Also ganz viel Studying und ganz viel Spielen, Leute. Fast sogar noch mehr Spielen als Studying, wenn es Live-Poker ist. Denn dann bekommt man irgendwann mal so ein Gefühl für den Spielerpool hier in Vegas. Und irgendwann ist einfach alles klar für einen. Es ist mittlerweile dunkel und ich bin im Resort angekommen und jetzt kostet Uber plötzlich 62 Dollar. Zum Vergleich, auf dem Hinweg habe ich 25 bezahlt. Und jetzt habe ich meine Frau geschrieben, die soll mich abholen. Ist fein. Da zanke ich lieber die 60, statt ich da für Uber 60 zahle. Ja, mich haben früher zum Beispiel auch Bad Beats viel, viel mehr getiltet. Also in den ersten 6 Monaten oder Jahr sogar, wo ich halt wieder angefangen hatte. Nicht wegen der Hand, sondern wegen dem Betrag, was ich verloren habe. Und zwar, wie gesagt, das mit den Kindern und so weiter, das habe ich nicht ganz auf die Reihe gekriegt, da irgendwie klarzukommen mit großen Verlusten und so weiter. Aber das hat sich alles mit der Zeit und mit ganz viel Grind und ganz viel Erfahrung und so weiter geändert. Da habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und mit mir selber diese Unterhaltung geführt. Bist du nun professioneller Pokerspieler oder nicht? Denn ich habe das mal in irgendeinem Podcast oder so gehört oder in einem Motivationsvideo, weiß nicht genau wo. Aber da wurde gesagt, dass ein Chirurg auch nicht jedes Mal ausrasten kann, wenn er eine Arterie oder so, wenn da irgendwas platzt und da Blut fließt und was auch immer. Der muss cool bleiben, fokussiert bleiben und seinen Job zu 100% erledigen. Und so ist das beim Pokern genauso und in allen anderen Jobs auch. Von daher, ich würde außerdem nichts lieber tun als pokern, also jetzt nochmal mich für eine Firma zu bewerben und mich hinsetzen da im Büro, Meetings führen und bla bla bla, hätte ich absolut gar keinen Bock drauf. Und von daher, habe ich dann irgendwann diesen Switch einfach gemacht und seitdem stört mich gar nichts mehr irgendwie. Hat aber auch damit zu tun, dass ich weiß einfach, dass ich Winning Player bin. Also wenn ich ständig verlieren würde und die Swings viel zu groß wären und so weiter, dann wäre das wahrscheinlich anders. Aber seht ihr anhand des Graphen, dass es langfristig halt immer nach oben geht. Hello!
Ist auch noch nie passiert, Leute. Ich krieg's hier zu viert rein mit Aces und dann direkt back-to-back nochmal zu viert.